So, hallo und herzlich willkommen mal wieder, liebe Leute. Heute kommt nach vierte Video. Ich glaube, das ist vor heute auch das letzte Video. Ich versuche immer noch für euch einen Weg zu finden, wie ihr gegen Geldkamp-Poker bekommen kann. Aber Leute, das ist nicht so einfach. Heute geht es um das Feuerwehrauto. Mit dem Geldkamp-Poker ist es nicht so einfach, gegen zu bekommen. Aber Leute, ich probiere es. Wenn ich da was habe, oder wenn ich da was gefunden habe, dann kann ich euch das natürlich sagen, aber bis jetzt habe ich noch keine Methode gefunden, wie ihr gegen Geldkamp-Poker beispielsweise bekommen könnt oder wie ihr damit umherfahren könnt. Falls ich immer Methode finden sollte, wollte ich mich natürlich melden bei euch, aber bis jetzt habe ich noch keine. Also, abwarten und kicken. So. Heute geht es um den Feuerwehrwagen, Den können wir ja hier auf die schöne Webkarte kaufen. Aber wir wollen ihn natürlich nicht kaufen. Wir wollen ihn natürlich wieder mal kochen noch bekommen. Ja, aber gehe ich mal, das Feuerwehrauto kann man nicht in Karage parken, aber das geht nicht. So, hier kann man das Feuerwehrauto kaufen. Das kostet 2.500.000. Da haben wir jetzt einfach mal 2.500.000. Ich habe den verbilligten Bereich bekommen, weil ich die Mission davon gemacht habe. Deshalb bekam ich nur 2.500.000. Aber vor die Leute, die Mission noch nicht gemacht haben, die bekamen 3 Millionen dafür. Und 3 Millionen vor dieses Feuerwehrauto finde ich viel zu teuer, Leute. Viel zu teuer. Und was könnt ihr damit machen? Gar nicht. Ihr könnt das Auto einfach nur in. Ihr könnt das einfach nur bei Pegaguch. Ihr könnt nur Pegaguch anrufen. Und könnt euch das Auto über Pegaguch anfordern, weil ihr dieses Auto nicht in der Karage parken könnt. Ihr könnt die Feuerwehr nicht in der Karage parken und deshalb könnt ihr es nur über Pegaguch anfordern. Und das ist natürlich kacke, muss ich mal sagen. Aber ihr könnt die Fahrzeug kostenlos bekommen. Und das kann ich euch heute in diesem Video. Ihr könnt die Feuerwehr aber nicht in der Karage parken. Ihr könnt damit nur in der Lobby umherfahren. Mehr könnt ihr damit nicht machen. Ihr könnt damit ein bisschen in der Lobby umherfahren. Ein bisschen Fahrer haben, ein bisschen Folge haben, aber mehr auch nicht. So, dafür rufen wir natürlich die nette, schöne Notrufnummer an, 911. Könnte jeder von euch kennen, ist die Notrufkennzahl in GTA. So, 911 anrufen. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Dann rufen wir an und wir melden euch einfach mal ein Feuer. Thank you. The fire department are en route to your location. Und natürlich wird jetzt die Feuerwehr kommen. Und dann kühlen wir einfach die Leute, das kann ich euch jetzt gleich. So bekommt ihr die Feuerwehr. Aber ihr könnt die Feuerwehr nicht in den Karage parken. Ihr könnt damit nur in den Lobby umherfahren. Und wenn ihr die Lobby wegkriegt, ist das Feuerwehrauto auch wieder weg. Also von daher, ja. Könnt damit nur in den Lobby umherfahren. Mehr könnt ihr damit nicht machen. So. Wenn ihr angerufen habt, nehmt ihr eure Waffe in die Hand. Und wartet, bis die Feuerwehr von die Feuerwehr kommt. So. Also nicht vollgeppen, bis die Feuerwehr kommt. Naja, ein bisschen durcheinander. Wir warten, bis die Feuerwehr kommt. Ihr horn die schon. Jetzt warten wir, bis die kommt. Wir warten. Da kommt ungefähr die Feuerwehr. Jetzt gehen wir da hin. Und gehen da einfach ein und weisen die Rauch. Go, wie jetzt gehe ich doch mal. So, wenn man wirklich viel Pech hat, bekommt man jetzt die Polizei. Wir haben gar keine bekommen, ist schon mal gut. So, und jetzt können wir mit der Feuerwehr schön in den Lobby umhergucken. So, jetzt können wir Baulicht anmachen. Und können ein bisschen die Parkanten ärgern. Aber es kann parkieren, dass ihr den Polizei bekommt. Wenn ihr das Feuerwehrauto euch nimmt. Aber, ja Leute. Ist viel besser, aber ihr könnt damit nur in der Lobby umherfahren und könnt das Auto nicht in der Karage parken. Aber dafür ist es kostenlos und ihr könnt kostenlos in der Lobby damit umherfahren. Und wenn ihr noch das Feuerwehroutfit vorher gekauft habt, dann ist es wunderbar. Das habe ich nämlich vom Feuerwehrhalter, das Feuerwehroutfit, ich halte euch das gleich mal. Dafür muss er natürlich den Casino Raubüberfall machen, um das Feuerwehroutfit freizuhalten. Aber den Casino Raubüberfall muss er machen. Und da kann der Feuerwehroutfit auch freischalten.
Ich habe das vom Fall gekalkelt, ich kalke es, dass es gar nicht wackelt. So, jetzt kommen wir hier an. Gehen wir hier rein. So. Und Gagi, mein Feuerwehr-Outfit. So, ich habe bekommen Feuerwehr, wie er geht. So, ich gehe gerade an. Und guck, und jetzt gerade richtige Feuerwehrleute. Aber natürlich, um das Feuerwehr-Outfit freizuschalten, müsst ihr natürlich den Casino Raubüberfall machen. Und dafür braucht ihr natürlich eine Bierhalle. Oder ihr macht bei irgendeinem Freund mit, der die Mission offen hat. Und ja, falls ihr wissen wollt, wie ihr die ganzen Outfits und alles bekommen könnt, könnt ihr natürlich in Kommentar fahren. Vielleicht mache ich ja mal ein Video dazu. Bei manche Outfits habe ich schon, manche habe ich nicht. Aber Feuerwehr-Outfit, da könnte ich ein Video machen, falls ihr wissen wollt, wie ihr es bekommt. Und ja. Guck, und jetzt kriegt ihr richtige Feuerwehr. Jetzt kriegt ihr richtige Feuerwehr. Und könnt dann schön mit dem Feuerwehrauto in der Lobby umherfahren. Ist gar nicht geil, Leute. Ist doch geil, oder? Und wir haben für das Feuerwehrauto keine 3 Millionen bezahlt. Und haben keine 2 Millionen bezahlt. Und keine 2 Millionen 500.000 bezahlt. Wir können einfach umherfahren mit dem Feuerwehrauto in der Lobby. Ist genau das gleiche, ob wir das jetzt vom Pegagog anfordern oder ob wir jetzt hier gehen. Macht es lieber so, wie ich es gemacht habe. Ruft die 911 an. Und geht auf Feuerwehr und dann kommt das Feuerwehrauto. Und so könnt ihr euch natürlich auch den Krankenwagen anfordern. Also falls ihr mit dem Krankenwagen umherfahren wollt, könnt ihr euch natürlich auch über die 911 den Krankenwagen anfordern. Oder am Polizeiauto könnt ihr euch auch über die 911 anfordern. Also Notruf kann gar nicht. Dann müsst ihr nur die Bullen holen und dann habt ihr das Polizeiauto. Und mit dem Krankenwagen ist es genau das gleiche. Aber ihr könnt die Fahrzeuge alle nicht in der Karage parken, also ihr könnt die Polizeiauto nicht in der Karage parken, ihr könnt den Krankenwagen nicht in der Karage parken und das Feuerwehrauto auch nicht. Aber ich komme gar nicht, Leute. Aber ich wollte euch die, ich wollte euch einfach mal die Info geben und ich wollte sagen, ich arbeite noch ein bisschen als Feuerwehrmann und genieße mein Leben. Und ich wollte sagen, das war heute das letzte Video und gegen Karkeuge. Das war das vierte Video heute. Und ich denke mal, Lamm Reich gekonnt mal auch mit Video, oder? Wie gesagt, hier mit dem Geldkampf-Poker weiß ich bis jetzt noch nicht, wie er ein Game bekommt. Muss ich mal gucken, Leute. Muss ich mal gucken. Weil kaufen ist gekeuer, muss ich sagen. Aber wenn ich da mal andere Variante finden, Golke, wie er ein Game bekommen kann, wollte ich euch mal informieren. Oder falls ich gierig Fahrkolk hier, wie er ein Gag bekommen kann. Ja. Ich wollte euch, wie gesagt, darüber informieren, Leute. Falls ich da was finden, Golke, wollte ich euch natürlich informieren. Wie gesagt, ich probiere alles mal auch und gucken wir mal. Vielleicht finde ich was, wenn ja, kommt ein Video. So, das war heute das letzte Video für heute. Schönen Tag heute alle noch. Und bis dann, liebe Freunde. Danke fürs Zuschauen.